Moin und willkommen zurück zu Let's Play Kickle Cuticle. Weiterhin im Special Game, aber mit vielen Problemen, denn dieser Level ist nicht einfach schaffbar. Ich weiß nicht, ob ich ihn überhaupt schaffen werde. Es liegt jetzt nicht daran, dass ich das Rätsel nicht lösen könnte, wie die Lösung ist. Es liegt eher daran, dass das Ganze echt schwer umzusetzen ist und für mich vielleicht einfach nicht möglich. Das sage ich jetzt nicht nur so aus Spaß, ich sitze schon ein paar Stunden hier dran und es sieht doch alles immer wieder gleich aus. Die Idee kann ich ja einmal kurz schon mal erklären. Wir versuchen uns hier so eine Vierermauer aus Blöcken zu bauen. Die versuchen wir dann Die versuchen wir dann nach unten zu schießen. Und in der Zeit hier eine Säule zu platzieren, damit wir hier einen weiterschießen können. Ja, dafür brauchen wir auch wirklich alle vier Blöcke. Und das Ganze ist zeitlich ganz, ganz, ganz knapp bemessen. Ich habe zwar auch schon gesehen, wie viele Leute das geschafft haben, aber ich weiß nicht wie. Also, jetzt sehen wir es ja einmal. Ich muss hier die Säule wegmachen. Schieß nach unten, lauf los, versuch da die Säule hinzusetzen, aber es ist einfach zu spät. Und ich sehe jetzt auch nicht, wo ich da noch irgendwie mehr Zeit rausholen könnte. Weil wirklich viel Zeit habe ich mir dann jetzt auch nicht gelassen. Und ja, lange hängen geblieben irgendwo bin ich auch nicht. Von daher frage ich mich schon, wie das da klappen soll. Wie schon gesagt, ich habe gesehen, dass es bei anderen Leuten geklappt hat. Ich weiß aber echt nicht wie. Naja, es hilft nichts, ich versuch's weiter. Das wird wohl auch alles sein, was ich diese Folge dann schaffen werde. Ist halt ein bisschen schade, hier verlässt das Spiel dann auch so ein bisschen seine eigene Linie. Es geht hier nicht mehr so um Rätsel, sondern es geht hier wirklich um Geschicklichkeit, um Geschwindigkeit. Ja, und das ist nicht so gut machbar. Auf ein neues. Ah, jetzt setze ich den Block in die falsche Richtung. Aber ich glaube, ich war sowieso da auch schon wieder zu spät dran. Hier die Anfangsphase ist natürlich besonders nervig mit den ganzen Blobs, die hier noch rumrennen und einfach nur im Weg rumtanzen. Das ja, gut, da. Naja, nächster Versuch. Irgendwann muss es einfach klappen. Und wenn es halt nicht irgendwie mit Können klappt, dann vielleicht irgendwann mal mit Glück. Gehört ja bei Videospielen auch manchmal dazu. Ich weiß nur nicht, wie ich jetzt Glück haben könnte bei diesem Spiel. Naja, einfach weiter versuchen. Irgendwann. Vielleicht. Immerhin haben wir hier schon mal fast wieder alles so hingestellt, wie es passen sollte. Natürlich kann ich hier nochmal die Blöcke nachfrieren. So, jetzt haben wir den Vierer wieder da. Und versuchen es nochmal. Hey, es hat geklappt! Ja, dann mache ich mir natürlich hier auch direkt den Weg zum Sack frei und werde mir als nächstes den oben links holen. Das Leben möchte ich hier ehrlich gesagt gar nicht erst mitnehmen. Dafür müssen wir nämlich die ganze Geschichte nochmal abziehen und ihr seht ja, wie toll das klappt. So, das heißt, die schießen wir jetzt runter, den schießen wir rechts rüber, den schießen wir auch kaputt und der kommt darüber. Und jetzt müssen wir nur noch hier durchkommen, aber das passt. Und wir haben den Level geschafft. Ich bin überrascht. Und wir haben sogar noch Zeit für den nächsten. Mann, den Level hatte ich schon fast aufgegeben. Gut, dass das noch geklappt hat. Okay, hier müssen wir gucken, wie und in welcher Reihenfolge wir hier die Säulen irgendwie... Ach, das war's schon.
Ja, wir müssen die Räder irgendwie wieder einsperren, so dass wir hier durchkommen. Auch nicht so einfach. So, erstmal den Sack mitnehmen. Und diesmal machen wir erstmal hier frei. Okay, dann haben wir den eingesperrt. Ah, das war einer zu viel freigelassen. Ich merke das schon. Ich bin gerade auch schon so ein bisschen weich in der Birne von dem Level davor. Dann funktioniert das alles hier nicht so einfach. So, aber jetzt vielleicht. Naja, immerhin können wir hier noch eine Runde drehen. Ohne allzu große Probleme. Ach Mann, was mache ich denn? Ah, jetzt bin ich langsam von mir selber genervt. Okay, aber ich glaube, ich weiß jetzt, wie wir den da rausbekommen. Jetzt müssen wir nämlich hier aufmachen. Das war's nicht. Ja, ich möchte mich dafür entschuldigen, dass der Enthusiasmus bei mir heute nicht so vorhanden ist. Aber der Level davor war einfach nur, auf gut Deutsch gesagt, scheiße. So, den können wir da mal dicht machen. Und jetzt stellen wir den da mal ein. Na, okay, da kriegen wir ihn rein. Jetzt können wir den da mal rausnehmen, da reinpacken. Haben wir hier auch noch mal einen Sack. Den will ich da unten haben. Den will ich da unten haben. Den will ich da unten haben. Der kann mir jetzt ruhig ein bisschen hinterherkommen. Und dann will ich ihn da einsperren. Und dann haben wir den Level hier auch noch geschafft. In Runde 19 wären wir dann schon. Und die gucken wir uns heute auch zumindest noch einmal an. Ob wir die schaffen, ist eine andere Frage. Was ist denn hier los? Ach, aber das ist, glaube ich, wieder machbar. Jo, das ist es. Erstmal bauen wir uns mal hier eine Säule hin. Dann müssen wir den Hammer so umstellen, dass der Block dagegen fliegt. Und jetzt können wir hier eine Säule hinstellen und das Ding zurückschießen. Genau, dann brauchen wir als nächstes da eine Säule, hier eine Säule. Und dann gucken wir gleich mal weiter. Der kommt jetzt nach links, noch mal kurz angefroren, dann kommt er hoch. Jetzt ist die Frage, muss der hier nach vorne? Nee, da passiert nämlich nichts damit. Wir müssen ihn einmal komplett hier hinten rüberschießen. Dann schießen wir ihn hier gegen. Ja, und von dort schießen wir ihn dann auch wieder hoch. Ja, und jetzt muss er einmal hier komplett durch. Da muss da wieder eine Säule hin. Der Hammer nach oben gestellt werden. Dann kommt der Block hier nämlich hoch. Und wenn wir den Hammer jetzt umstellen, ist der Weg für den Block frei zum Sack. Geschafft! Und dann sehen wir uns das nächste Mal, ich glaube mit Level 20 war es jetzt, dann wieder. Bis dann!